Was kam vor der Geschichte, der Ursprung der Menschheit? Unsere Welt fühlt sich normal an. Gewöhnlich. Es kommt uns vor, als hätten Menschen schon immer so gelebt wie wir. Aber noch nie zuvor hatten wir Menschen es so einfach wie heute. Wir haben uns selbst eine Welt geschaffen, in der wir nicht mehr ums Überleben kämpfen müssen. Essen. Ja, teilweise. Unterkunft. Just saying, teilweise. Fühlt sich selbstverständlich an, sind es aber nicht. Komm drauf an, in welcher Situation du bist. Aber wir gehen erstmal damit. Über 99,99% der Menschheitsgeschichte sahen noch ganz anders aus. Und es gibt nicht nur eine Menschheitsgeschichte. Actually, ich weiß nicht, ob da drüber geredet wird, aber ich meine, der Neandertaler wird euch einmal sagen. Das, was ich halt gelernt habe, ist, der moderne Mensch ist in Afrika entstanden, das wissen wir, denke ich, alle. Volki-chan, danke für den Follow. Der moderne Mensch ist in Afrika entstanden und ist dann hoch nach Europa gewandert. Durch dieses Wandern, also in Europa hat der moderne Mensch sich dann mit dem Neandertaler gepaart, was der Grund ist, warum Europäer, Dankeschön, Jurinate, danke für dein Follow, warum Europäer Neandertaler-Gene noch konserviert in sich drin haben. Ein Teil dieser Gruppe ist dann weiter Richtung Ostasien, Pazifik gewandert. Nicht Pazifik, hier. Australien, Indonesien, da in die Richtung. Und dort gab es den sogenannten Denisovan. Die heißen so, das ist auch eine Hominin Species, also auch wie der Neandertaler und der moderne Mensch, Hominin. Oder Homo Denisovan, ich glaube Homo Denisovanus? Wie ist der korrekte wissenschaftliche Name? Wie auch immer. Ozeanien, genau, das war das. Nicht der wissenschaftliche Name, aber Ozeanien hieß es. Und dort haben sie sich mit dem Denisovan gepaart. Und dadurch haben Leute in Ostasien, Ozeanien, sowohl Gene von den Denisovans als auch von den Neandertalern mitkonserviert. Finde ich sehr interessant. Einsamkeit, ich weiß nicht, ob ich mir das anschauen möchte. I'm not quite sure. Mittelalter, das hat mich früher auch total interessiert. Außer wir sind so dumm und wir kriegen uns einfach gegenseitig oder zerstören unseren Planeten. Genau das. Mit anderen Worten, kein Tier. Doch, wir sind Tiere. Hallöchen, Gonzo, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Und was mit den amerikanischen Kontinenten? Die amerikanischen Kontinente wurden dadurch, dass die Kontinente damals anders waren, also die Kontinente sahen ja nicht so aus, wie es heute aussah. Dadurch, dass die Plattenverschiebungen anders waren, die Landmasse war anders verteilt, gab es noch eine Landverbindung von Ostasien circa nach Amerika und die wurden dort bewandert. Also es ist über die Brücke gegangen, die Ostasien mit Amerika verbunden hat. Und teilweise wurde Ozeanien auch dann wieder von Amerika besiedelt. Also einige kleine Inseln aus Ozeanien wurden von der südamerikanischen Küste wieder besiedelt. Ist auch cool. Das war keine Plattenverbindung. Das war die Eiszeit. Nee, die hatten auch eine actual Landverbindung. Das war nicht nur Eis. Die hatten auch Landstücke dort. Also es ist nicht nur Eis gewesen, es war auch ein actual Landverbindung-Sting. Also es war schon Erde teilweise auch schon da, die das mit verbunden hat. Weil der Wasserstand niedriger war, genau das. Hallo Sensenkiller. Alles begann vor 6 Millionen Jahren, als sich die Hominini aus der Familie der Menschenaffen entwickelten. Vor 2,8 Millionen Jahren entstand daraus die Gattung Homo. Ich bin raus. Wir glauben von uns, die einzigen Menschen zu sein. Aber das ist falsch. Mhm, genau. Neandertaler, Denisovans und noch ganz, ganz viele mehr, weil das sind so die bekanntesten. Als wir Homo sapiens sapiens vor 200.000 Jahren entstanden, gab es mindestens noch 6 weitere Menschenarten. Verwandte mit ähnlicher Intelligenz und vergleichbaren Fähigkeiten. Es gibt auch eine, die hat man auf einer Insel, glaube ich,
in Ozeanien gefunden, die sehr, sehr klein waren. Und dann gibt es noch welche. Darüber gibt es eine Netflix. Wir sind alle aus dem Homo erectus entstanden, ich weiß. Der Homo erectus, der kam vor dem Homo sapiens sapiens, so rein gescheitgeschichtlich. Wartet mal ganz kurz, ich muss mal den Namen nachgucken, weil darüber gibt es eine Netflix-Doku. Knochen. Unknown, Cave of Bones heißt die. Wie hieß da die Hominin Species? Cave of Bones. Da gab es nämlich auch eine Hominin Species. Cave of Bones. Hominin Species, der Paar, bla bla bla. Wie heißt das denn? Bone Cave? Nicht die Entstehung, hier die Funde. Warum ist es denn hier nicht mit drin? Cave of Bones. Hominin? Hominoide? Please? Hominin Bones, yes. Aber wie haben sie die benannt? Okay. Ich finde es gerade auf die Schnelle nicht, wie die die Hominin Species im Cave of Bones benannt haben. Aber ist eine Doku. Muss man aber kritisch sehen, die Doku, denn teilweise sind das nämlich Claims, die dort in dieser Doku gemacht werden, die nicht peer-reviewed wurden. Das heißt, keine anderen, also das wird halt sehr stark kritisiert allgemein an dem Paper, was veröffentlicht wurde, was dazu geht. Viele der Claims sind ein bisschen wackelig und nicht peer-reviewed. Also, das heißt, Leute, die sich damit auskennen, haben sich das nicht nochmal angeguckt. Red Deer Cave People. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß gerade leider nicht, wie die Hominin Species heißt. Der Homo erectus ist der Urahne aller Menschenarten. Yes, genau. Ist ein sehr tolles, kritisches Lied. Das kenne ich nicht. Hieß das so, weil er horny war? Nein. Kleine Lunas. Es gibt, wie gesagt, es gibt in Ozeanien gibt's noch welche, die sehr klein sind insgesamt. Ist das Krebsvideo vorbei? Ja! Hallo, Deva, wie geht's dir? Und Hallöchen, Gothic Pixel. Eine gruselige Vorstellung. Fast wie ein Leben mit Gruselig finde ich das jetzt nicht so schlimm. Einige dieser Arten waren extrem erfolgreich. Genau, das ist der Homo erectus. Homo erectus überlebte 2 Millionen Jahre lang. Das ist 10-mal länger als der moderne Mensch. Die letzten der anderen Menschenarten verschwanden vor ca. 10.000 Jahren. Wir wissen nicht genau warum. Ein paar Prozent unserer DNA kommt von Neandertalern oder anderen Arten. Wie gesagt, beziehungsweise je nachdem, wo du herkommst. Genetischer Pool in Afrika ist viel größer als in Europa, weil es so einen sogenannten, das heißt Bottleneck gibt, weil, wie gesagt, der moderne Mensch ist in Afrika entstanden und eine kleine Gruppe der dort schon ansässigen Menschen ist dann nach oben, nach Europa gewandert, hat sich dort mit dem Neandertaler gepaart. Das heißt, du hattest relativ viele, einen relativ großen Genpool an Menschen und nur ein ganz kleiner Teil davon ist nach Europa gewandert. Das heißt, der Genpool in Europa ist kleiner als der in Afrika. Also jeder Europäer ist jedem Europäer näher als wahrscheinlich die meisten Nicht-Europäer untereinander. Sehr funny, interestingly enough. Lord Sandwich, danke für den Follow. Thank you so much. Hallöchen Unkraut und Hallöchen Lars. Nee, Europa ist nicht das Saarland der Welt. Dafür ist Europa noch zu früh in der Zeitgeschichte. Ich meine, die sind dann ja noch weiter gewandert. Dass wir selbst Homo sapiens sapiens nennen, Menschen du verrückte weise Socke, alternativ du. Als Nacht. Einsichtiger Mensch. Ja. Gute Nacht, Hallöchen! Hallöchen Acer! Dankeschön für den 14. Monat. Vielen Dank für den Support. Ganz viel Spaß mit der Bedienung. Sie kommen mit den Nabo-Falle. Thank you so much. Dankeschön. Imagine kommen Evolutionsstufen werden und werden unser wegen dem digitalen Zeitalter, weil wir beinahe die Welt zerstört hätten, einfach nur noch Homo Digitales nennen. Imagine, das wäre sehr interessant. Uns also mit ihnen vermischt, ohne komplett zu verschmelzen. Es ist nicht geklärt, ob wir unsere Verwandten verdrängt oder ob wir sie gewaltsam ausgelöscht haben. Gängige Sache ist, dass beispielsweise die Mitochondrien in Neandertaler waren nicht so geil.
Und deswegen haben sie, glaube ich, sogar die Mitochondrien der Denisovans, wenn ich mich gerade... Nee, des modernen Menschen. Weil die haben sich nämlich schon mal vor dem richtigen krassen Paarungsereignis, haben die sich nämlich schon mal gepaart. Dadurch hat nämlich der Neandertaler irgendwie die Mitochondrien... Also allgemein, dadurch, dass die sich miteinander gepaart haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie einfach alle getötet haben, relativ gering. Wahrscheinlich sind sie einfach aufgrund von evolutionären Aspekten gestorben. Oder halt diminished, also immer weniger und weniger. Wahrscheinlich. Das ist das ist so, denke ich, das, was am ehesten der Fall ist. Selektion. Genau, danke. Hallo, Wolki-chan. So oder so, wir sind die einzigen Überlebenden. Zurück zu unseren Anfängen. Vor 2,8 Millionen Jahren verwendeten wir bereits Werkzeuge, aber sonst war... Wir haben sie einfach absorbiert. Ja, natürlich, Paarung schließt Töten nicht aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Meinung. Warum haben sie denn so lange... tatsächlich gibt es einige rein anthropologische Hinweise, dass die schon miteinander schon gelebt haben, Fluffy. Und deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass sie sich alle gegenseitig getötet haben. Ich gehe davon aus, ja, sicherlich gab es Konflikte zwischen Gruppen von Neandertalern und modernen Menschen. Auf alle Fälle, sicherlich. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie die alle getötet haben. Weil so unterlegen war der Neandertaler uns körperlich auch nicht. Just saying. Unser Fortschritt sehr langsam, bis wir lernten, das Feuer zu kontrollieren. Gute Nacht, Crowley. Mit Feuer konnten wir kochen und mehr Nährstoffe aus Nahrung ziehen. Extra Energie für wachsende Gehirne. Licht und Wärme bescherten uns außerdem längere Tage und angenehmere Winter. Mit Feuer konnten wir unsere Feinde einschüchtern und effektiver jagen. Wenn man... Jetzt wisst ihr, warum Feuer so wichtig ist, ne? Hallo, Schubi. ...einen Wald anzündet, kann man anschließend gegrillte Tiere und Nüsse einsammeln. Vor 300.000 Jahren lebten die meisten Menschenarten in kleinen Jäger- und Sammlergemeinschaften zusammen. Wusstet ihr, dass die helle Hautfarbe tatsächlich auch eher durch den Wechsel von Jäger und Sammler auf sesshafte Agriculture kam, als nur dadurch, dass wir nach Europa gemoved sind? Das ist sehr faszinierend, meiner Meinung nach. Das ist die Vitamin-D-Hypothese. Also eigentlich würde man ja denken, okay, hier ist eine geringere Sonneneinstrahlung. Deswegen hat sich unsere Haut direkt angepasst, dass halt die Leute, die hellere Haut haben, einen evolutionären Vorteil hatten. War tatsächlich nicht der Fall. Es kam dass Leute, die eine hellere Haut haben in Europa, jetzt einen evolutionären Vorteil hatten, kam erst dadurch, dass die Leute durch ihre Nahrung nicht mehr so viel Vitamin D aufgenommen haben, als sie von Jäger und Sammler auf sesshaft Agriculture gegangen sind. Und dadurch hat sich das dann durchgesetzt. Weil die Jäger und Sammler hatten tatsächlich eine weitaus dunklere Hautfarbe noch. Fand ich sehr faszinierend. Bitte zünde keinen Wald an. Ja, bitte nicht. Bitte nicht. Das wäre nicht so. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich hoffe, es geht dir bald besser, Wolki-chan. Sie hatten Feuer, Holz und Steinwerkzeuge, planten voraus, begruben ihre Toten und schufen eigene Kulturen. Aber das Wichtigste war, sie kommunizierten miteinander. Wahrscheinlich in einer Art einfachen Ursprache. Wenn wir eine Zeitmaschine hätten, wie weit könnten wir zurückgehen, ein Baby entführen und problemlos in der heutigen Zeit großziehen? Wahrscheinlich nicht. Wissenschaftler sind sich uneins. Anatomisch gesehen gibt es den modernen Menschen zwar seit 200.000 Jahren, aber wir könnten wahrscheinlich nicht mehr als 70.000 Jahre zurückgehen. Noch früher... Und den Babys würden wohl ein paar wichtige Genmutationen fehlen, um moderne Sprach- und abstrakte Denkfähigkeiten zu entwickeln. Vor ca. 50.000 Jahren gab es eine wahre Innovationsexplosion. Werkzeuge und Waffen wurden fortschrittlicher und Kulturen vielschichtiger. Spätestens ab diesem Zeitpunkt besaßen Menschen ein sehr vielseitiges Gehirn und nutzten komplexe Sprache, um effektiv und sehr genau zu kommunizieren. Dadurch... Es ist actually aber ein bisschen schwer, auch diese Punkte wirklich so rein, die Funde dafür zu finden, weil das halt noch eine Zeit ist. Ja, wir haben Funde aus diesen Zeiten,
problematisch ist, woher wir die haben. Meistens finden wir Skelette, so Neandertaler-Skelette und so, halt in Regionen, wo es heutzutage noch sehr kalt ist, weil dort die DNA auch mit am besten erhalten ist. DNA wird durch, DNA wird halt relativ nach einer Zeit irgendwann auch beschädigt. Auch durch Mikroben, ganz, ganz viel ist durch Bakterien, Mikroben, die sich da in die kleinen DNA, also DNA geht kaputt über die Zeit hinweg und manchmal tun sich da kleine Einzeller rein von den DNA. Also manchmal vermixt sich halt die DNA von kleinen Einzellern mit den ganz, ganz kleinen DNA-Abschnitten. Und deswegen ist es halt wichtig, gut konservierte DNA zu finden. Und das ist halt in kalten Regionen der Fall. Und deswegen haben wir hauptsächlich viele Daten aus Gebirgen. Hallo Patronak, schön, dass du da bist und hallo Gecko. Aluhut aufstehe, vor 50.000 Jahren hatten wir sicher Besuch. Bestimmt. Das Baby würde wahrscheinlich auch schnell an modernen Krankheiten sterben. Das kommt noch mit dazu. Sie verbreiten das Feuer und fressen dann die toten Kleintiere. Ah, das macht actually echt Sinn. Das sind sehr schlaue Vögel. Die Funde können aber nur interpretiert werden. Genau, das ist das Ding. Bei den Niederschriften aus Griechenland oder Ägypten musst du aber dazu sagen, Maxus, dass das Problem an modernerer Geschichte ist, dass diese Niederschriften auch immer nur das wieder, also oftmals, nicht immer, aber oftmals auch nur das widerspiegeln, was der Herrscher zur damaligen Zeit wieder gespiegelt haben wollte. Oder die Leute, die nach diesem Herrscher kamen, was die wollten, was über bestimmte Ereignisse bekannt sind. Geschichte, die so alt ist, kann leicht manipuliert werden teilweise noch. Das ist das Problem an Niederschriften wieder. Ich bin keine gute Lehrerin. Ich versuche einfach nur, mein Interesse rüberzubringen. Hallöchen, übrigens Darth. Ja, allgemein, das Ding ist, das hatten wir tatsächlich auch besprochen in der Uni, das Problem. Das Problem ist, über wen war das? Waren das die, lasst mich mal ganz kurz das nachgucken, in meinen Aufzeichnungen. Nicht die Osmanen, die Hunnen, es können die Hunnen gewesen sein, aber es waren halt verschiedene Gruppen. Es waren verschiedene Splittergruppen. War, glaube ich, ungefähr Germanen. Ich glaube, es waren die Germanen. Ich glaube, es könnten die Germanen gewesen sein. Die Franken auch, genau, Franken, Germanen, so, genau die, Franken, Germanen, dass die Zeit relativ stark von den Römern, also dass du kaum was von denen weißt, weil sie sehr wenig niedergeschrieben haben und halt hauptsächlich nur durch die Römer über sie irgendwas weißt und dass das halt problematisch ist. Roar. Sind das die gewesen? Habe ich das richtig im Kopf? Dankeschön für den Follow. Thank you so much. Viel Spaß mit dem Follow-Emotes. War das richtig? Ich konnten wir enger zusammenarbeiten. Und genau das unterscheidet uns von anderen Lebewesen. Nicht unsere vergleichsweise schwachen Körper oder Sinne, sondern die Fähigkeit, in großen Gruppen flexibel zusammenzuarbeiten. Viel effektiver als starre Bienenvölker oder winzige Wolfsrudel. Ja. Dankeschön für den Tier-2-Sub. What the hell, Sir Killing Jay? Dankeschön für den Tier-2-Sub. Ganz viel Spaß mit den Tier-2-Emotes hier. Du bist jetzt in der Abo-Fallo, kommst hier nie wieder raus. Das sage ich niemandem, bevor er ein Abo abschließt. Deswegen, ja, sorry. Dankeschön, vielen, vielen, vielen Dank. Mit der Entwicklung unseres Gehirns entstanden für uns ganz neue Möglichkeiten. Erstens, der schnelle Erwerb von Wissen. Zweitens, der Erhalt dieses Wissens über Generationen hinweg. Drittens, der Aufbau auf... Stimmt, daran habe ich selten gedacht, dass der Erhalt von Wissen ja durch Sprache auch so stark gefördert wird. Ich finde auch Sprache sehr interessant, bevor man bestimmte anthropologische Möglichkeiten hatte, hat man auch sehr oft anhand von Sprache versucht, die Anthropologie herzustellen. Das ist auch die Sache, warum man vermutet, dass es nochmal eine Wanderung von Südamerika nach Ozeanien gab, nämlich wegen dem Wort für, ich glaube, Süßkartoffel war es. Und die Erweiterung des alten Wissens.
Bis zu diesem Punkt konnten Informationen über Generationen hinweg nur über die Gene weitergegeben werden, was sehr ineffizient ist. Und trotzdem, in den nächsten 40.000 Jahren blieb erst einmal alles relativ unverändert. Es gab nur wenig, worauf man hätte aufbauen können. Wir waren ein Tier unter vielen. Will man ein Hochhaus bauen, muss man erst einmal wissen, was eine Hütte ist. Es ist einfach arrogant, auf unsere Vorfahren herabzublicken. Das wäre ignorant. Die Menschen vor 50.000 Jahren waren Survival-Spezialisten. Sie kannten sich in ihrer Umgebung perfekt aus, hatten Also wenn ich mir einfach allgemein auch vorstelle, was sie ja auch für ein extensives Wissen über ihre Umgebung und über die Natur gehabt haben müssen. Das ist so das, wo es für mich einfach so richtig so ein Brain-Boom gibt. Basically. Vibrierte Sinne und besaßen ein beeindruckendes Wissen über Pflanzen und Tiere. Sie fertigten komplexe Werkzeuge an, für die sie jahrelanges Training und hervorragende feinmotorische Fähigkeiten benötigten. Durch ihren harten Alltag hatten sie die Körper von Hochleistungssportlern und sie verfügten über ein ausgeprägtes Sozialleben. Durch den ständigen Überlebenskampf waren ihre Gehirne vielleicht sogar größer als die der modernen Menschen heute. Waren sie, glaube ich, sogar wirklich. Abo-Falle kommt mir irgendwie bekannt vor. Tja, never ever gonna leave. Dankeschön nochmal. Zum Glück verläuft der Rhein durch Deutschland, ohne den hätten uns die Römer easy besiegt. Das ist ein geschichtlicher Punkt, an den ich mich nicht so gut auskenne. Tatsächlich. Es gibt oft genügend davon. Was ich mich gerade frage, ist, sie hatten ja ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten. Wahrscheinlich ist es ja das manche Menschen heutzutage. Vermutlich. Sie hatten ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten. Was ich mich gerade frage, was man wahrscheinlich nicht wirklich gut erforschen kann, was ist mit Leuten, die aus der Gruppe, also sozial aus der Gruppe rausfallen, verstoßen worden. Die sind wahrscheinlich einfach gestorben, nie. Wobei, gab es auch eine Höhle. Ich glaube, wir haben über eine Höhle gesprochen, wo die einfach DNA von einem Kind gefunden haben. Und alle Forscher sind so, okay, und im Wolf. Und es war so, okay, entweder hat das Kind dort mit dem Wolf zusammen gewohnt und der Wolf hat das Kind, das haben wir uns, glaube ich, zusammen geguckt. Das war die Entstehung vom Hund und wie der Hund domestiziert wurde. Entweder haben die da zusammen gewohnt und der Hund hat sich um das Kind mitgekümmert oder die waren zu unterschiedlichen Zeitpunkten da. Als Gruppe wissen wir viel mehr als sie, aber als Individuen sind wir ihnen unterlegen. Vor ca. 12.000 Jahren entwickelten Menschen an mehreren Orten parallel den Ackerbau. Dann ging alles sehr schnell. Bisher musste jeder Einzelne, um als Jäger und Sammler zu überleben, überragende physische und geistige Fähigkeiten besitzen. Und jetzt spezialisieren sie sich. Durch den Ackerbau konnten die Menschen nun die Aufgaben untereinander aufteilen und sich schließlich spezialisieren. Dadurch konnten die einen bessere Werkzeuge herstellen. Und die anderen sich Zeit für Anbau oder Viehzucht nehmen oder etwas Neues erfinden. Mit der Zeit entstand das, was wir heutzutage Zivilisation nennen. Ackerbau wurde zur verlässlichen Ressource. Und Menschen konnten Essen sogar erstmals lagern, was natürlich mit Getreide viel besser funktionierte als mit Fleisch. Aber dadurch müssten ja Krankheiten dann auch wieder... Also das müsste ja technically auch dazu geführt haben, dass Krankheiten... mehr wurden, einfach weil wahrscheinlich dann mehr Leute irgendwann auf einem Haufen waren mit den Tieren, sehr eng beieinander. Was ja theoretisch wieder dazu geführt haben müsste, dass nochmal eine stärkere Selektion war. Und so entstanden Ärzte und Apotheker, ja. Die Pest, also das ist noch ein bisschen hin, bis die Pest da war. Weißt du, die Pest ist auch, das hatten wir auch, wie die Pest evolutionär entstanden ist. Das war auch sehr interessant. Essensvorräte zu schützen, bildeten sich enge Gemeinschaften. Die ersten Verteidigungsstrukturen wurden gebaut. Das Bedürfnis nach Organisation wuchs. Organisation brachte noch mehr Effizienz. Dörfer wurden zu Städten, Städte wurden zu Königreichen und Königreiche zu Imperien. Menschen begannen. Das erinnert mich an Anno gerade. Yeah, Anno! ...an sich zu vernetzen und in großem Stil Wissen auszutauschen. Der Fortschritt nahm exponentiell zu. Exponentiell Vor etwa 500 Jahren nahm die wissenschaftliche Revolution ihren Anfang.
Mathematik, Physik, Astronomie, Biologie und Chemie. Wenn die Religion es denn zugelassen hat. Das Immunsystem wurde halt auch besser. Ja, aber dafür muss das Immunsystem so, also dafür müssen aber erstmal die, mit die ein schlechteres Immunsystem haben, halt selektiert dann werden dadurch. Ich finde die Fakten, dass die Pyramiden und Sphinx selbst für Kleopatra schon krass alt waren, interessant. Ja, Anno 111, die Luna Edition. Anno ist ein sehr nices Spiel tatsächlich. Anno-Streamer hier. Nee, ich habe Anno gerade vor kurzem erst deinstalliert, actually. Bye-bye, hoi, schlaf gut. Und gute Nacht, Noxa. Bis morgen, vielleicht 17.30 Uhr. Stellten alles auf den Kopf. Kurz darauf folgte die industrielle Revolution und legte den Grundstein für die moderne Welt. Ja, industrielle Revolution, das hat mir richtig viel in der Schule. I'm sorry. Bye bye, Maxi, bis morgen. Mit wachsender Effizienz konnten sich mehr Menschen darauf konzentrieren, unsere Art weiterzubringen. Und das war nicht die letzte Revolution. Die Erfindung des Computers, seine Entwicklung zum Alltagsmedium und das Internet formten die Welt, in der wir heute leben. Es ist unfassbar, wie schnell das alles passiert ist. Vor ungefähr 125.000 Generationen entwickelte sich die erste Menschenart. Vor ca. 7.500 Generationen erblickte der moderne Mensch das Licht der Welt. 500 Generationen ist es her, dass Zivilisationen entstanden. Vor 20 Generationen ging es wirklich los mit der Wissenschaft. Alter, sich das vorzustellen. Und ich finde halt, und das wird jetzt das kommen, jetzt wird gleich das kommen, was mich mit am meisten immer noch... Wir müssen uns mal vorstellen, also in den 90ern ging so eine richtige Evolution einfach los, rein. Also allgemein die technische Revolution ist letztes Jahrhundert gestartet, ja. Aber die ist jetzt auch noch nicht alt. Also das ist ungefähr eine Generation maximal. Und der technische Fortschritt, den wir innerhalb von 40 Jahren gemacht haben. Es ist so krass, was wir für einen Fortschritt innerhalb von 40 Jahren gemacht haben. Ich, ganz ehrlich, ich weiß manchmal nicht, ob ich wissen möchte, was in den nächsten 40 Jahren passiert. Luna, eine Generation ist 30 Jahre. Ach so, die rechnen mit 30 Jahren als Generation? Ah, okay, interesting. Also es ist mehr als eine Generation. Circa eine Generation, okay. Man spricht von einer exponentiellen Entwicklungskurve. Es ist halt allein, was AI in den letzten Jahren so rein entwicklungstechnisch durchgemacht hat, ist schon krass, oder? Nein, das neue Jahr Null habe ich noch nicht geschaut. Und das Internet hat sich erst vor einer Generation verbreitet. Es geht uns heute so gut wie noch keiner Generation zuvor. Ja. Wir haben diesen Planeten verwandelt. Die Zusammensetzung seiner Atmosphäre, seiner Landschaft und Wälder und auch die Lebewesen, die auf ihm leben. Wir erleuchten die Nacht mit künstlichen Sternen. Menschen fliegen in Metallkästen durch die Luft und sogar zum Mond. Roboter. Ja, und bald nicht nur zum Mond. Ich weiß gar nicht, wie weit ist die Mars-Mission jetzt eigentlich schon fortgeschritten? Weil die hatten ja diesen einen Tester. Ist da jetzt noch irgendwas gewesen? Und Dankeschön, Spyro. Danke für den Follow. Da war Buna? Alter, wo? Wo war ich? Menschen fliegen in Metallkästen durch die Luft und sogar zu... Ach so. Zum Mond. Roboter fliegen zu anderen Planeten. Mit mechanischen Augen können wir weit in die Vergangenheit des Universums sehen. Wir sind Meister im Sammeln und Speichern von Wissen. Ein durchschnittlicher Schüler heute weiß mehr über das Universum als ein Gelehrter vor ein paar hundert Jahren. Ja, so fühle ich mich aber nicht. Ich hab das Gefühl, dass ich absolut nichts weiß, also so gar nichts. Die Herrschaft der Menschen ist unbestritten, aber zerbrechlich. Wir sind unseren Vorfahren vor 70.000 Jahren extrem ähnlich. Aber unseren Lebensstil gibt es erst seit 0,001% unserer Geschichte. Man kann nicht vorhersehen, wie unsere Zukunft aussieht. Das ist das Problem. Wir errichten ein Hochhaus, wissen aber nicht, ob es auf stabilem Grund oder Treibsand gebaut wird. Belassen wir es erstmal dabei. Nächstes Mal, wenn du deinen Zug verpasst, dein Burger zu kalt ist oder sich mal wieder jemand vordrängelt, denk einfach daran, wie einzigartig die Welt ist, die wir uns selber geschaffen haben. Mit wie vielen Wundern wir leben. Vielleicht lohnt es sich nicht, sich über die kleinen Dinge zu ärgern.
Alter, die Videos sind einfach viel zu gut. Lasst gerne beim Originalvideo auch ein Comment, ein Like, ein Subscribe da. Vielen, vielen Dank und bye-bye. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas und ist radioaktiv. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas und ist radioaktiv.